Hallo meine lieben Freunde, ich möchte euch heute etwas über das Thema neue Weltwährung erzählen. Damit verbunden ist der bargeldlose Zahlungsverkehr. Und ich bin mir schon dessen bewusst, dass viele von euch sagen werden, da bin ich allumfassend informiert. Und viele von euch werden auch der Meinung sein, da bin ich vorbereitet. Meine lieben Freunde, so vorbereitet der eine oder andere von euch auch sein mag, es war nicht so, dass ich hier irgendwann mal gesessen habe und habe mir überlegt, ja, da könntest du vielleicht auch mal ein Video drüber machen, sondern ich habe irgendwann festgestellt, ich muss ein Video machen, weil uns diese Katastrophe ganz, ganz sicher schneller ereilt, als ihr das alle denkt. Gerade jetzt, wo eigentlich viele andere Themen Vorrang haben und über dieses Thema kaum noch nachgedacht wird. Ich habe im Freundeskreis jemanden, der in den höchsten Etagen des Bankenwesens mitmischt und er berät zum Beispiel Goldman und Sachs. Er äußerte sich mir gegenüber folgendermaßen: Also der nächste Finanzcrash, und das ist dann der, der sich gewaschen hat, der kommt garantiert, der ist gar nicht abzuwenden. Ja? Und er sagte, so in den unteren Etagen, da spielt man mit Zeitspannen von einigen wenigen Jahren. Und in den obersten Etagen denkt man in Stunden. Also man rechnet stündlich damit. Und die Zeitspannen von wenigen Jahren oder gar Monaten, die spielen da plötzlich keine Rolle mehr. Und im Angesicht dessen, denke ich, ist es wichtig, einmal ein Video darüber zu machen. Mit der Wahrheit, oder sagen wir es so, um an den Kern der Wahrheit zu kommen, ist es notwendig, dass man die verschiedensten, ja, ich vergleiche das immer so mit einer Zwiebel, dass man die verschiedenen Schalen löst, die verschiedenen Schichten. Man kann bei einer Zwiebel die äußerste Schicht lösen und man wird feststellen, darunter befindet sich eine weitere. Wenn man diese löst, stellt man fest, darunter befindet sich wiederum eine weitere und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Man kann das vielleicht so ein bisschen anhand des Themas Nationalsozialismus oder Drittes Reich erklären. Es gibt ja einige unter uns, die sind schon älteren Datums, so wie ich. Und die sind dann vielleicht unter Eltern oder Großeltern groß geworden, die sich dahingehend geäußert haben, ja, also das, was ich jetzt so in den Zeitungen lese oder was da im Fernsehen kommt über die Zeit, das stimmt alles gar nicht. Ich war doch dabei. Also ja, das stimmt alles gar nicht. Das kann man vergleichen mit der äußersten Schale der Zwiebel. So, und dann geht es ins nächste Stadium. Man kommt zur Schule und bekommt Geschichtsunterricht oder Politikunterricht. Und da lernt man, wie schlimm doch alles war, wie grauenhaft. Also man erfährt von KZs und so weiter und so fort, von all den schlimmen Gräueltaten. So, und man erhält dann ein weiteres Bild. Und dann vielleicht irgendwann mal später hat man Zeit und Muße, ein bisschen zu recherchieren. Man wickelt das Thema vielleicht nochmal auf, weil einem so gewisse Ungereimtheiten vorkommen. Und ja, man recherchiert, man schaut sich das ein und andere Video an, man geht immer mehr in die Tiefe, man sieht vielleicht oder hört einen Vortrag von Schulze-Rondorff und so weiter und so fort und man kommt zu völlig anderen Ergebnissen und Eindrücken und sagt sich dann, jo, ich bin in der Schule wohl ziemlich verarscht worden. Dann gibt es eine nächste Schicht. Dann werden Menschen auftauchen und Meinungen, die einem zum Beispiel vieles erzählen von, ja, von den IG Farben, von den Jesuiten oder von der Familie Bush, von den Zionisten und dass also Hitler und die Partei quasi von diesen Seiten aus finanziert wurden. Danach gibt es wieder eine Schicht. Das sind dann Menschen, die noch aufgeklärter sind und die euch dann erklären können, dass das auch wieder alles nur Dinge sind, um euch quasi von dem, von der Erkenntnis, die ihr mal hattet, abzubringen. Ja?
Und die können euch dann wunderbar dokumentieren, dass es sich da wirklich um Nebensächlichkeiten handelt und so weiter und so weiter. Also weiter möchte ich auch gar nicht erzählen, weil sonst wird dieses Video gesperrt. Wenn es um das Thema des bargeldlosen Zahlungsverkehrs geht, verhält es sich nicht anders. Vielen wird beim Thema bargeldloser Zahlungsverkehr und die neue Weltwährung spontan der RFID-Chip einfallen. Und Menschen, die bibelbewandert sind, die also christlich denken, denen fällt dann spontan das Mahlzeichen des Tieres ein. Zu Recht. Aber man sollte sich überlegen, an welcher Schicht der Zwiebel man denn da angekommen ist. Ich starte jetzt mit meinem Vortrag. Wir werden voraussichtlich schon 2018, also in diesem Jahr, den Finanzmarktcrash beschert bekommen. Damit verbunden sind Tumulte, Aufstände, Plünderungen und Bürgerkriegszustände. Vielen wird dies das Leben kosten, doch die Eliten wird dies nicht weiter beunruhigen. Das, was einberechnet wurde, wird die Einführung der neuen Weltwährung zur Folge haben, was nichts anderes bedeutet, als dass ein Währungsreset in Form eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs eingeführt werden wird. Es sei ganz nebenbei an das Zitat Rockefellers aus dem Jahre 1994 erinnert: Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen, ist die richtige, allumfassende Krise, und die Nationen werden in die neue Weltordnung einwilligen. Damit erfüllt sich Offenbarung 13, Vers 17, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen. Viele fragen sich ja, was wird denn zuerst passieren? Also werden die Muslime losschlagen? Gibt es einen Krieg mit Russland? Kommt zuerst der Finanzcrash? Wie ist die Reihenfolge? Und ja, die Losung der Freimaurer ist diese hier. Ja, und wie veranstaltet man denn Chaos? So richtiges Chaos. Chaos ist ein heilloses Durcheinander. Nehmen wir doch mal die Küche. Da geht es nicht, mal ein Glas Wasser umzuwerfen oder sonstiges oder vielleicht mal hier eine Tasse zu leeren, sondern wenn man wirkliches Chaos in der Küche veranstalten will, dann muss man sich schon die Tüte Mehl nehmen und dann alles in der Wohnung herumstreuen. Dann muss man auch schon mal in die Schränke greifen und den ganzen Ramsch, das ganze Geschirr auf den Boden schmeißen und mal die Kaffeemaschine zertreten. Das ist Chaos. Alles zur gleichen Zeit. Und wenn alles zur gleichen Zeit passiert, da wird die Menschheit auch mit einer Gewalt einverstanden sein, die von oben herabgreift, um Ordnung zu schaffen. Ihr könnt dann gerne versuchen, mit womöglich vorher schon angesammeltem Gold und Silber zu bezahlen oder euch sonstige Schlupflöcher suchen. Ihr werdet sehen, wie weit ihr damit kommt. Gebt euch keinen Illusionen hin, liebe Krisenvorsorger. Sämtliche Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen, Edelmetalle und sonstiges werden digitalisiert und zentral kontrolliert werden. Und der Umgang damit wird mit Argusaugen verfolgt werden. Bereits im Jahre 1988,
Vor genau 30 Jahren also, zu Zeiten, da es für uns Normalsterbliche noch gar kein Internet gab, wurde dies alles bereits auf der Titelseite des The Economist angekündigt, was der Menschheit seinerzeit jedoch weitestgehend entging und zu damaligen Verhältnissen zugestandenermaßen auch noch schwer vorstellbar erschien. Das Cover des Economist zeigt den okkult ägyptischen Phönix, gekrönt mit der heraldischen Fuggerlilie bzw. der Fleur-de-Lys, der aus der Asche verbrannter Papierwährungen aufsteigt und eine Münze mit der Jahreszahl 2018 um den Hals trägt, welcher ein Token ist, eine digitale Ersatzwährung. Ich denke, einigen von euch wird schlagartig klar sein, was das bedeutet. Wenn wir nun weiter in die Tiefe gehen, dann lasst uns mal ein Augenmerk auf die Fleur-de-Lys richten, die ja nicht von ungefähr das Haupt dieses Phönix krönt. Es geschieht da nichts durch Zufall. Mit wem stand und steht die Fleur-de-Lys nach wie vor noch in Verbindung? Lasst die nun folgenden Bilder mal an euch vorüberziehen und auf euch wirken. Macht euch eure eigenen Gedanken und wem das zu schnell geht, einfach die Stopptaste drücken. Wenn ihr anhand des Bitcoin-Hypes nun schon einmal gesehen habt, welche Macht und Kraft hinter einer Kryptowährung steckt, dann könnt ihr euch sicher vorstellen, welche Ausmaße dies haben wird. Sämtliche Kryptowährungen, also Bitcoin, Ethereum, Dash und so weiter, was es alles gibt, haben eines gemeinsam: die dahinterstehende Blockchain-Technologie. Und die ist absolut luziferisch, weil sie jeden einzelnen von euch versklavt und unter Kontrolle stellt. Dazu bedarf es also keines RFID-Chips, den man vielleicht in sich implantieren müsste. Nein, man muss sich nur mittels eines Geräts ins digitale Netz einwählen und wer sich einwählt, hat schon verloren. Ich wiederhole, damit erfüllt sich Offenbarung 13, Vers 17, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen. So sieht's aus. Und hier noch etwas zur Seriosität der Absichten und Aussagen, die hinter diesem ganzen Kapitel stehen. Ich weise sicherheitshalber und ausdrücklich darauf hin, dass The Economist dem Rothschild-Imperium angehört. Deshalb braucht ihr erst gar nicht damit beginnen, die auf dem Titel gezeigte Absicht und Aussage in Frage zu stellen oder gar an der Umsetzung dessen auch nur im geringsten zu zweifeln. Man sollte sich also nicht noch irgendwelchen Illusionen hingeben, dass dies abwendbar wäre. Die, die es gerne abwenden würden, haben weder Ahnung noch Macht noch Position dazu. Ihr werdet, wie wir alle, vor vollendete Tatsachen gestellt werden.
Verkauft wird den Schlafschafen die Aussicht, dass alles viel sicherer, besser und einfacher werden wird. Und sie werden in steter Angst um ihr Vermögen alle begierigst zugreifen. Wer heute einen Kredit beansprucht, muss mit Menschen reden und sich erklären. In Zukunft wird dies durch vorgefertigte Algorithmen der Blockchain-Technologie in Sekunden über die Bühne gehen. Mithilfe der Blockchain-Technologie und dem IWF als Weltorganisation wird es ein leichtes sein, diese neue, die ganze Welt umspannende Kontrolle erfolgreich zu installieren. Konzerne wie AC Chain werden dies alles umsetzen, denn die Technik ist bereits vollendet und wartet nur darauf, zum weltumspannenden Einsatz zu kommen. Wir haben nun schon eine ganze Reihe von Symbolen gesehen, ja, die ganz klar und deutlich den Geheimbünden, den Logen zuzuordnen sind. Also sie hinterlassen hier ganz unmissverständlich ihre Fußspuren, die ja leider Gottes nicht für jedermann sichtbar sind. Wir wissen also schon, woher der Wind weht, wissen aber noch nicht, was ist der Sinn und Zweck eines solchen Großereignisses. Ein Finanzmarktcrash in einer derart verheerenden Form bringt sehr viel Unheil, Leid und Unglück mit sich. Wer nimmt das alles in Kauf? Wem ist das egal? Also was ist der Sinn und Zweck dieses Unternehmens? Um das herauszufinden, müssen wir uns noch einmal dem Titelblatt des Economist zuwenden und diesen Phönix mal genauer unter die Lupe nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder ging, als ihr zum ersten Mal diese Abbildung gesehen habt. Also ich hatte da so schon meine Schwierigkeiten, diesen Vogel als Phönix zu identifizieren. Für mich, ja, mir kam das eher vor wie so ein Reichsadler, ja, der da starr und steif steht, was aber gar nicht der Fall ist. Und schauen wir uns doch mal ein paar zeitgenössische Darstellungen des Phönix an. Wie wurde und wird er gestern wie heute dargestellt? Wir sehen hier eine ganze Reihe von Darstellungen des Phönix. Und auffällig ist, dass er ja das Weite sucht, dass er den Flammen zu entkommen versucht, dass er nichts Besseres zu tun hat, als so schnell wie möglich aus diesen Flammen emporzusteigen. Das ist ein krasser Unterschied zu dem Phönix auf dem Economist, der einfach in den Flammen stehen bleibt, ja? Dessen Spitzen, Flügelspitzen in den Flammen beharrlich stehen, so als könnten sie ihm nichts antun. Was hat das denn eigentlich zu bedeuten? Wer geübteren Auges ist und sich den Titel von The Economist anschaut, dem wird die Stellung der Schwingen dieses Phönix auffallen. Diese stehen, Freimaurer, Templer, Jesuiten und Zionisten lassen grüßen für Jachin und Boas, die beiden Tempelsäulen des dritten Tempels, in den sich der Antichrist setzen wird. Jachin bedeutet, er hat gegründet, Boas bedeutet, mit Macht oder in ihm ist Macht und er hat wahrhaftig Macht und ihm ward Macht gegeben. Lest dazu ab Offenbarung 13, Vers 5. Die Stellung der Schwingen ist mit den überall gezeigten zwei Fingern auf chinesischen Werbekampagnen und Blockchain-Ankündigungen übrigens identisch.
Wir alle werden uns bald entscheiden müssen zwischen materieller Sicherheit und der Unversehrtheit unserer Seele. Der Verlust der Gotteskindschaft steht auf dem Spiel. Wer sich einwählt, hat verloren. So steht es zumindest geschrieben. Ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, ich habe den einen oder anderen von euch noch erreichen können. Und er ist nun ein wenig vorbereiteter als zuvor. Ich will der Korrektheit halber darauf hinweisen, dass dieses Großereignis, der Finanzmarktcrash, nicht unbedingt 2018 stattfinden muss. Ja? Selbst wenn es so geplant ist, selbst wenn es auf den Titelseiten von Zeitschriften steht, es kann immer mal irgendetwas dazwischen kommen. Also es kann auch 2019 sein oder naja, für solche Sachen braucht man mal so eine Vorlaufzeit, sagt man so von 3 Jahren, also 2021. Ja. Den Herrschaften da oben geht es nicht anders wie unsereins. Ich habe jetzt auch am Wochenende einiges vorgehabt, musste dafür gewisse Unterlagen zusammentragen. Und war auch ganz felsenfest davon überzeugt, dass ich es bis dahin schaffe. Den Großteil habe ich auch beisammen, aber kleine Dinge fehlen mir noch. Also ich musste den Termin aufs nächste Wochenende dann verschieben. Ja? Also nur damit ihr begreift, weil ich möchte nicht, dass dann irgendwie jemand kommt, der hat aber 2018 gesagt oder ne, ist da nichts passiert. Die Pläne stehen, es wird in Kürze umgesetzt werden und ja, daran ist eigentlich nicht mehr zu rütteln. Und ich denke mal, dieses Video hat dazu beigetragen, dass das für euch auch ja, einleuchtend war. Meine lieben Freunde, ihr habt in diesem Vortrag auch die Erwähnung des dritten Tempels vernommen. Wenn wir mal uns vor Augen halten, was derzeit in Amerika abgeht, insbesondere im Zusammenhang mit Donald Trump, wo man eigentlich sagen muss, das sind Dinge, die hat man sich bis vor kurzem noch überhaupt nicht vorstellen können. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, von was ich rede, dem darf man das auch gar nicht für übel nehmen, weil ja, man möchte fast meinen, dass es eine allgemeine Nachrichtensperre gibt. Ja? Also hier in den europäischen Medien und ganz besonders hier in Deutschland, da wird man über so vieles nicht unterrichtet. Ja? Man muss dann auf Twitter gehen oder so. Und ich blende das mal hier ein. Da gibt es gewisse Hashtags, wo man sehr viel erfahren kann, was einen unheimlich weiterbringt auch. Und wenn man das ein bisschen ernsthaft betreibt, das hilft einem schon. Und ja, wie gesagt, wenn man sich vor Augen führt, dass jetzt Donald Trump so allmählich von der ehemaligen Unperson zu einer Heilsperson mutiert, also ich finde es spannend. Ich denke mal, so sehr wir in unseren Medien
abgelehnt wurde, so sehr wird er demnächst in unseren Medien auch gelobhudelt werden. Das kann natürlich nicht alles von heute auf morgen passieren. Und gewisse Herrschaften in der Presse brauchen ja auch wieder neue Instruktionen. Und aber wie gesagt, das wird noch verdammt spannend. Es wird verdammt spannend. Die Entscheidung zum Beispiel, Jerusalem zur Hauptstadt Israels zu ernennen. Also das ist unglaublich. Israel hat Ost-Jerusalem ja 1967 gewaltsam erobert, ja, und 1980 annektiert. Also eigentlich dürfte Trump das gar nicht, weil damit verstößt er gegen UNO-Resolutionen und gegen das Völkerrecht. Er macht es trotzdem. Und was wir beobachten ist, ja, er wird dafür in den Himmel gehoben. Ja, man hat also offiziell vor, einen Bahnhof unweit der Klagemauer nach dem Namen Donalds Trumps zu benennen. Ich finde das äußerst erstaunlich, wie ein Mensch, ja, über den man ja noch vor kurzem abfällig geredet hat, der Mann mit der Föhnwelle, ne, der große Aufschneider, der große Wichtigtuer, ja, der Mensch mit der lächerlichen Gestalt, dass er jetzt zum Staatsheiligen emporsteigt. Spannend, absolut spannend. Meine lieben Freunde, die wichtigste Aussage meines Videos möchte ich da sehen, wo ich auf den dritten Tempel hinweise. Und auch ein Donald Trump führt nur seine Rolle aus. Eine Rolle, die ihm auferlegt wurde, übertragen wurde, die ihm anvertraut wurde und die er, glaube ich, auch bestens spielt. Es gibt da noch einige Dinge, einige Bauten, die beseitigt werden müssen, damit man diesen dritten Tempel errichten kann. Und die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels, das ist eine tickende Zeitbombe. Wir werden in absehbarer Zeit mit Dingen konfrontiert werden, da wird es uns nur noch so um die Ohren ballern. Ich möchte mein Video jetzt hier schließen. Alles andere überlasse ich euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis zur nächsten Sendung.